Eigentlich, wenn auf den Kopf irgendwie rumhängt, dürfte er sich gar nicht mehr bewegen können. Und jetzt? Was ist denn jetzt? Lass den platzen wie einen Ballon! Das ist das konzentrierte Böse, Herr. Es sammelt sich in jenen mit einem besonders bösen Charakter. Jetzt, da ihr mit Wilfried fertig seid, solltet ihr unsere feurigen Freunde suchen gehen. Mir liegt eine Menge Krempels rum. Steck mal, damit sind jetzt die Halblinge endgültig erledigt. Und der Levelaufbau hier kommt mir sehr bekannt vor. Ich denke mal, oben geht's weiter. Obwohl, hier ist ja gar nichts. Na gut, Wilfried ist ja nicht mehr. Nein, ich möchte nicht zurück zum Turm. Das heißt, so viel wir müssen jetzt noch die Roten finden, dann sind wir an sich erstmal so weit durch. Guck mal an. Naja, die Heimat, ich weiß ja nicht. Rote, kümmert euch um sie und sie kümmern sich um euch, wie in einer großen Familie. Wie erwähnt, sind Rote immun gegen Feuer und verfügen über einen mächtigen Fernangriff. Mhm. Sammelt einige Rote um euch her. Wenn ihr eure maximale Hordengröße bereits mit den Braunen erreicht habt, könnt ihr sie am Tor austauschen. Richtig, das geht auch. So, jetzt haben wir eigentlich die Roten eingesammelt. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Das heißt, wir können jetzt mal kurz den Helm hier klauen. Den Helm hier klauen. Danke. Und mal sehen. Ich habe nicht sehr viele Rote dabei. Aber, okay, ich habe schon ein bisschen was vorgesammelt. Aber jetzt habe ich, glaube ich, nur 5. Aber ich kann, glaube ich, mal so 5 rausschicken und mir 5 holen. Ihr sollt ein wenig üben, Meister. Wählt eure Roten aus. Ach ja, kann ich, glaube ich, mit dem Mausrad machen. Lasst die Roten jetzt zu der Feuerbarriere da drüben ausschwärmen. Ich würde sagen, wir folgen trotzdem das alle. Ist rote Lebenskraft, Herr. Damit könnt ihr weitere Rote um euch scharen. Ah, das ist ja cool. Die machen Fernangriffe. Das ist das rote Schergennest, Meister. Ruft genug Rote zusammen, um es zum Wildpunkt-Tor tragen zu lassen. Okay. Nichts leichter als das. Machen wir mal ein bisschen anders. Weil ich sehe schon, ob das hier hinausläuft. Okay, ich hör auf. So, wir nehmen mal nur Rote mit. Denn ich sehe schon mal, ob das hier hinausläuft. Nur Sachen, die ich hier unmöglich erreichen kann mit den normalen. Also schicken wir einfach jetzt nur die Roten da rein, um A, mir die Lebenskraft anzuholen. Und B, um auch das Nest zu tragen. Ich wollte gerade sagen, Feuer tut denen ja nicht weh. So kriege ich noch ein bisschen Lebenskraft, was ziemlich wichtig ist. Er geht doch da richtig hin. Und ihr könnt schon mal das hier mittragen. Na, mittragen. Der Rest kann hier durchgehen. Wo wollt ihr denn hin? Ach, so rüber kommen sie. Okay. Ah,
die perfekte Gelegenheit, eure Roten an diesen Halblingen zu testen. Ruf die Roten vom Nest zurück und lass das Resten und Sterben der Genen, Herr. Da hat mir schon gezeigt, dass die Fernkämpfer sind und naja, ne? Mit denen kurzen Prozess machen. Spontan würde ich sagen, die Roten sind nahkampftechnisch eher scheiße. Dafür muss ich ein bisschen nachhelfen. So ein weiß, wenn ich die Baum mit den Roten super kombiniere, einfach. So, haben wir da unten vielleicht noch irgendetwas? Ein Tor oder so? Nee, ne? Da sind noch so Kampfsachen, aber brauchen die Roten ja nicht. Ah, jetzt ein bisschen Gold. Und tatsächlich ist eine Truhe. Knete! Da ist auch Geld. Wer ist der Truhe denn? Wie der Meister. Ja. Schönster Ausdruck aller Zeiten, wie ich finde. Für den Meister. So, bringt mir mal bitte alles mit da. So, wo sind mittlerweile die anderen? Sind schon weitergegangen? Ja. Von hier könnt ihr sie nicht erreichen. Ihr müsst die Roten so positionieren, dass sie sich schön grillen können. Ach, haben sie erstmal bestellt, okay. Herr, ihr könnt dafür sorgen, dass eure Schergen ihre Position halten, indem ihr Sammelpunkte setzt. Na, ist ja gut, weil sonst laufen sie direkt wieder zu mir zurück. Solange sie die Köche zurückhalten, könnt ihr die Braunen zu diesem Feuerrad schicken. Wo kriege ich jetzt die Braunen her, Schlaumeier? Dafür brauche ich aber auch 12, ne? Aber ich kann auch die schicken. Ist nicht das Problem. Ist nicht so, dass nur die Braunen das machen können. Ah, doch, geht auch so, okay. Wir haben Flammen und ein Gemetzel gesehen. Gut gemacht, Herr. Ja, und jetzt? Ich meine, gut, ich kann die hier runterschicken, ne? Aber ich komme da immer noch nicht. Doch, ich komme da runter, klar. Habe ich gar nicht gesehen. So, so, so. Ein bisschen Lebenskraft. Das hätte ich auch gern alles. Ah, hier sieht es noch ziemlich Ende aus. Und weg damit. Gut. Ich denke mal, damit können wir zurück zum Turm gehen. Immerhin Fortschritt und wir können endlich andere Gebiete erreichen. Herr, im Hügelland scheint eine neue Quelle des Bösen aufgetaucht zu sein. Eure Bauern werden von ihr angezogen. Die Quelle des Bösen im Hügelland finden? Na gut, jetzt können wir ja so ziemlich viele Sachen erreichen. Die Frage ist, wie stellt jetzt meine Armee aus? Ich würde mal sagen, 9 von euch und 6 von denen. Erstmal. Mein Herr, seit ihr Wilfried ausgeschaltet habt, gedeihen die Schafe prächtig. Nehmt euch so viele, wie ihr wollt. Sie vermehren sich sowieso viel zu schnell. Oh, viel.
Schildchen. Na dann, da sage ich nicht nein. Ach du Scheiße. Okay. Schafe nehme ich mit. Ich hoffe, wenn meine roten die Schafe abfackeln, dass die Brauner von ihm nicht betroffen sind, dass das Feuer irgendwie überschlägt. Wäre scheiße. Ach ja, da komme ich nicht hin, das ist nur mit dem Blauen. Soll ich mir auch mal merken, dass da unten noch was rumliegt. So also ganz im Kopf habe ich es nicht mehr gehabt. Naja, der Wilfried. Jetzt frisst er nicht mehr so viel rum, weil er, naja, zu viel gefressen hat. Oder so. Falsch. So, ich meine, wir haben ja noch 6 Aufgaben, ne? Findet die Quelle des Bösen, sucht einen Eingang zum Elfenwald, beschafft euch eine Mätresse für euren Turm. Ich weiß nicht warum, aber okay. Findet die mysteriöse Frau. Was findet die mysteriöse Frau aus? Ja. Viel zu. Was zum Teufel? Die Götter haben bestimmt ein Herz für uns arme Bauern. Dank ihnen können wir unserem dunklen Overlord entkommen. Das muss ein Weg sein. Ein Weg in den Himmel. Bekommen wir Flügel? Ich will Flügel. Gibt es da Flügel? Hoffentlich gibt es da Flügel. Los, befreien wir uns von dem scharfe mordenden, Kürbisse zerschlagenden Overlord. Soll der Overlord sein verdammtes Essen doch selber anbauen. Ich gehe dahin, wo ich einen Heiligenschein bekomme. Und Flügel! Vergiss nicht, es gibt Flügel! Ich hatte einmal Flügel. Davon habe ich Ausschlag bekommen. Aber Herr, ihr müsst euer böses Reich zusammenhalten. Ihr könnt nicht einfach eure Untergebenen weglaufen lassen. Das schadet eurem Image. Findet heraus, wohin sie gehen und haltet sie auf. Gut, machen wir das. Sieht mir ja so aus, als ob so ziemlich die nächste Mission wäre. Und danach können wir auch den ganzen Rest machen. Oder ist es... Nee, Sidequest glaube ich nicht, dass es Sidequest ist. Ja, klar. Von wo aus soll das ist gewippt oft. Anscheinend ist es hier doch nicht so himmlisch. Sehr schön mit dem kaputten Bild da, ey. Okay, mal schauen, was wir hier so haben. Ja, Pech. Wir wollten nicht vor euch davonlaufen, wirklich. Oh ja, ja, kannst du da hängen bleiben. Was soll denn da? Wir wollten nicht vor euch davonlaufen, wirklich. Okay, ein bisschen Lebenskraft ist da drin. Die Kreaturen, die ihr seht, sind Geister, die Seelen der bösen Toten. Oh, ich glaube, da sind einige meiner Kumpels. Hallo. Einige meiner Kumpels, ja. Etwas sehr Mächtiges muss diese Kluft zu ihrer Welt geöffnet haben. Dennoch dürfen wir nicht zulassen, dass sie überall böse Unterwelten aufmachen und eure böse Herrschaft bedrohen. Eine ist einmal im Schergenmisthaufen aufgetaucht. Gunther ist zu Tode erschrocken. Nein, das kann ich nicht zulassen. Ihr müsst euch das näher ansehen, Herr. Knete! Was habe ich jetzt gerade eigentlich genau verloren? Ausschließlich rote. So ganz funktioniert es auch nicht, wie ich es mir vorstelle, mit den roten und den braunen. Weil die rote sich irgendwie zu sehr auf den Nahkampf einlassen, dann.
Wobei, ich kann ja auch an sich intelligent sein und schicke nur die Bauern nach vorne. Hm. Stimmt irgendwie. Wäre ja schon fast intelligent, oder? Ich schwitze wie ein Schaf am Markttag. Kein Kommentar dazu. Na, Kumpels. Aha. Wo kommen die denn her? Ja, super Idee. Hi, ich glaube, hier wurde gespeichert. Das ist schon mal gut. Aber so lange haben wir auch nicht mehr. Warum ist dieser Weg hier noch so lang? Dann gehe ich doch erst die andere Richtung. Die scheint mir dann doch irgendwie kürzer zu sein. Obwohl, von der Logik her irgendwie eigentlich nicht, aber naja. Logik in Spielen, oder? Hey, seine Ketten sind länger als meine. Na und? Ich kann sie noch kürzer machen, wenn du willst. Eure Feuerbälle gefallen mir besser als dieser Ort. Oh nein, er hat diesen Blick. Ich bin doch gerade erst wiedergeboren worden. Ja, klar. Wiedergeboren und so, ne? Ja, ja. Mach mal so, geht schneller. Wie viel Geld ich einfach nur habe und ich weiß nicht wofür. Hm. Wird bestimmt aber irgendeine Bedeutung haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich einfach sagen... Ja, am Ende des Spiels hattet ihr so und so viel Geld. Damit habt ihr den Rekord gebrochen. Oder, keine Ahnung, den Rekord aufgestellt. Wo ich so spontan denke, ernsthaft? Nur für so eine persönliche Highscore-Liste? Ich arbeitete auf meinem Feldmeister und wusch, plötzlich arbeite ich hier. Nur, dass ich jetzt jede halbe Stunde geröstet werde. Das macht nichts. Sie kommen alle immer wieder zurück. Ja, ich komme auch mal wieder zurück, um mich umzunieten. Wunderschön. Das könnte ich mir den ganzen Tag ansehen. Oder wollen die mir jetzt sagen, dass irgendwie Religion damit im Spiel war? Das ist eindeutig eine 9. Fast perfekt. Nicht aufhören, weiter so. Oh, holt mich hier raus, Herr. Ich werde euch jeden Tag dienen, versprochen. Hm. Wie vorhin, ne? Klar. So, wenn jetzt hier vorne nochmal ein Autosave macht, wäre so ich super. Ich schwitze wie ein Schaf am Markttag. Hast du vorhin schon mal gesagt. Genau, da unten waren wir ja. So, Autosave? Kein Autosave. Macht nichts. Wobei. Macht das was? Hm. Warum kann ich hier... Achso, ich wollte gerade sagen, warum kann ich hier blaue auswählen? Ah ja, ups, 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 ups. Wir haben es ja vorhin... Hallo! Gute Kumpels, ich sag euch, kommt zurück. Ihr habt keinen Bock darauf, ihr seid zu beschränkt dazu, ihr seid dämlich. Warum ist die Kamera so scheiße? Ja.
Na gut, haben wir sehr gute Leute verloren, wie es auch sein soll, und irgendwie funktioniert es mit der Steuerung auch nicht ganz so. Dann würde ich mal sagen, wir gehen zurück zum Turm, hoffen, dass ich irgendwie damit speichern kann, damit, zurücklatschen kann, keine Ahnung. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir die Unterwelt da durchforsten. Vielleicht finden wir Ach, halt die Fresse. Vielleicht finden wir irgendeinen Typen, der verantwortlich ist. Keine Ahnung, wie der Religion oder irgendeine Scheiße. Und dann würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, ne? Bis dann.